Herzlich willkommen heute zu einer neuen Lektion Java für OSIMTG. Wir wollen heute Beispiel weisen, was mir avanciert ist. Beispiel Java, wo mehr wie ein Klasse wir können. Bislang habe ich es mit einer Klasse geschafft. Sehen wir dann heute Beispiel mit drei Klassen wieder auf der linken Seite von unserem Bildschirm gesehen. Und wir wollen auch weisen, wie ein Objekt manipuliert von den mehr Klassen heute. Voilà, das ist mir heute schon bislang ein Klasse. Am Unimoser gebraucht. Mhm. 1 zu 2, das haben wir den Taskklassen. Mhm. Dasselbe ist das Prinzip von der Taskklasse, auch weiter mal für diesen kleinen Spielchen. Ja. Die hat eine kleine Demo. Ja. Was das heißt auch mehr. Das ist ein kleiner Kurs von zwei Autoren, die verschiedene Stärken sind. Starten den. Voilà. Und hier ist dann das Resultat, das ist ein neuer Kurs zu Lützburg, zwei Autoren, ein Passat aus Sandero. Da sind wir dann heute, die gehen ein bisschen schnell. Da gehen sie ein bisschen gebremst, und dann gehen sie auch nicht schnell, und dann sehen wir, wenn das gewinnt, der ja, Gewinner. Ja, der Passat wurde gegen Sandero gewonnen, sans grande surprise. Voilà. Jo. Als Bemerkung, der Code steht zur Verfügung, ja. Die Leute sollen sich den auch gucken, ja. Jetzt verstehen, wie es geht. Nur diese Erklärungen müssen das am Anfang dann auch gut ja, sein. Ja, also guckt ihr euch alle drei Klassen denke, getrennt tun, probiert Methoden denke, jetzt verstehen. Und die Spezialsachen, die da neu sind, ja, die gucken wir dann nur am Detail. Ne? Am Detail. Ich lösche noch mein kleines Bildschirm, ich brauche ein bisschen Platz, jetzt schaffen. Voilà, da kommen wir eigentlich zurück. Voilà, wir haben heute eine drei Klassen. The Race, direkt aus mir, die sieht ein bisschen aus wie eine Testklasse, wie wir ein bisschen hatten. Just, die möchte ein bisschen mehr. Die kommen ein bisschen zurück. Fangen wir mal an, wir haben ein Auto. Ein Auto besteht aus vielen Informationen. Und wir haben ein Motor. Der Motor ist eine ganz normale Klasse, Attribute, Konstruktor. Gettern und dann pur sagen, wer ein Auto möchte. Respektive in diesem Fall der Motto. Ja. Das ist das, d'accord? Die Erklärungen, wie das geht, was halt nicht wichtig, d'accord? Weil das ist ein Auto. Du fandest das wirklich schwer. Hängt mal an. Okay. Nun, normale Attribute. Ja. String. Text am Anfang. Ein Double, wie die Geschwindigkeit. Die aktuelle Geschwindigkeit. Ja. Aktuelle Geschwindigkeit vom Auto. Ja. Und dann haben wir hier bei ihm wohl etwas. Apps nice. Voilà. Da steht dann noch einmal Engine. Bemerkung, großen E, kleinen E. Da tun wir schon irgendwo hören. Ein E von groß geschrieben, das ist meistens für ein Klass. Großen C für den K. Der Statun klingt nur ein Klass. Wir hatten ja auch so ein Klass. Engine heißt du. Ja. Der Statun ist dieselbe Klasse wie die du. Der Nummer vom Attribut Engine klein geschrieben. Das ist das, was du neu hast. Das ist ein Attribut. Den ein Klasse hast, die mir geschrieben haben. Ja. D'accord? Der ist am Anfang aus der Tonlo ein Typ, wie ja. Double, Int, wie String. Ja. Das ist aber ein Klasse. Just, dass man Lo eben selber, den Typ selber definiert. Definiert. Für die, die ein bisschen schlau sind, die direkt merken, haben heuer großen S. Mhm. Das bedeutet auch, ja. Dass der String ein Klasse ist. Mhm. Und das ist ein prädefiniert Klasse vom System. Ja. D'accord? Wir haben nur ein Engine. Engine. Mhm. Attribut Engine. Ja. Ich habe immer gesagt, das Attribut muss initialisiert gehen. An dem Fall tauchten auch hier ab, und das ist wichtig, am Konstruktor. Okay. Der ist rum, den Typ, nicht String, nicht Int, nicht Double, mehr, den Typ Engine. Ja. D'accord? Der ist mir als Parameter ein Motor. Der ist ein Objekt. Ja. D'accord? Wir sind in der Welt von Autoren, weil der Motor ist ein Objekt. Wenn Auto ein Objekt ist, dann ist der Motor auch ein Objekt. Ein Objekt, genau. Da kann ein Instanz. Das ist mir übergehend am Parameter p-engine, den ist so. Und dann merkt man in unserer Zeit, den Attribut, man nennt engine, kriegt den Wert vom Parameter p-engine. Ja. Das ist ein Objekt, wird dann auch hier mit gespeichert. Mhm. Den wird nicht hier gelöscht, den ist nicht mehr auch da zur Verfügung. Yes. Voilà. Wir können aber den diesen Motto aber gebrauchen. Das kannst du auch sehen. Wir gebrauchen so ein Motto. Ich meine, da zwei Beispiele. Das ist das zum Beispiel bei den Informationen. Ich will heute Methode getRPM sichern. Die steht hier. Das sehen wir hier an der Klassendiagramm. Das ist die aktuelle Tourenzahl vom Motto, will man auflesen. Ganz an, genau. Und rausgehen. Was geht es darum? Methode getInfos. GetRPM? Ah, das, ja, die GetRPM geht als ein ganz Zwillerin. Voilà. Ja. Und dann, wie soll ich das heute in der Luft verstehen? Schau, das ist ein bisschen kompliziert, das ist genau das, was neu ist. Wir haben heute GetRPM, das ist die Methode.
wie ist die richtige Sauce, ja. Die geht mal in 2 dran. Ja, mit die ist auf den Engine zu gewahren, nicht auf der Klasse Car. Car wird kein RPM. Nee. Dafür haben wir hier ein neues Konstrukt. Nun vom Attribut. Und dann, was wichtig ist, ganz wichtig ist, aus den kleinen Dingen da. Der Punkt, ja. Der Punkt. Der Punkt, als wir zu sagen, den Objekt, den am Engine-Attribut gespeichert ist, ging es sein RPM-Methode. RPM sich, ja. Abrufen. D'accord? Ja. Das ist der Punkt, sieht, den Inhalt von dem Attribut, nein, ich habe es. An dem Fall eine Methode abrufen. Und das Resultat, int, wie es so ist, geht dann mit dem Rest vom Text einfach konkateniert. D'accord? Das Ding, was ich muss verhalten, ist Punkt. Punktnotation. Punktnotation oder Punktoperator. Das ist eine Notation am Anfang. D'accord? Ja. Für drin steht dann ein Objektnum und im Prinzip eine Variable, ja. Ein Parameter oder eine Lokalvariable. D'accord? Das ist immer gültig. Ja, wieso haben wir Private Attribute gesagt, ja, die wären dann auch nicht abrufbar. Wir haben aber auch eins da, hat man gesehen, auch Lokalvariablen. Ja. Ein zweites Beispiel ist zum Beispiel den Start. Der Motto, den Auto starten heißt, ja, ich muss auch für dich den Motto mit starten. Das heißt, wenn die Methode Start vom Auto abgerufen wird, weil der Start nicht der Motto, da geschieht etwas, wir wollen nicht wissen, was. Wir wissen just, der Motto wird gestartet. Start. Wenn ich richtig programmiert habe, muss der Motto starten. Ja. Ich hoffe, dass die richtig ist. Und da printen sich Informationen, für zu sagen, ah, warum der Motto was so gestartet. Okay. D'accord? Ja. Stopp. Funktioniert ungefähr selbst. Voilà. Und dann haben wir hier nach einer Methode, wir haben hier die GetCCM, die ChangePatrol. Wir rufen einfach, wir manipulieren den Objekt, den am Engine dran steht. Ja. Wir ändern seinen Zustand, wir froh seinen Zustand. Und ja, am Speichern haben wir ein interessantes Speed als ein Attribut vom Auto. Ja. An, er kriegt die Informationen aus dem Engine raus. Voilà. An einer dem Moment der Attribut Speed. Ja. Voilà. Aber dann hat nicht am Engine. Hey. Nein. Das ist Get daran. Ja. Dafür ist der Getter gut, dass er schweiß. Ja, ein anderer ist nicht dran. Ja. Den Change Patrol, also ein spezielles Setter, wenn ihr so wollt, den ändert etwas. Du ändert etwas am Engine. Und da gehen wir hin und da gehen wir den Compute Speed nach ein paar Bereichen, weil tut sich etwas geändert vielleicht. D'accord? Das ist der Prinzip. Ja. Der Rest. Boah, dann gucken wir ein anderes Beispiel, wo wir RIM Objekte gebrauchen. Das ist beim Race, das ist bei der Kurs selber. Du musst mal klingen, aparte, man. Wie sehe ich den Main? Wir haben den Duft gebraucht. Der Main ist eine Methode, wir können das Programm zu starten am Java. Das ist hier oben am geringen Knäppchen, am Unimose zum Beispiel, startet mein Programm automatisch. D'accord? Was meine ich hier, das haben wir schon an der Testklasse gesehen. Ich meine zum Beispiel hier einen neuen Kurs, New Race. Okay, ich speichere den an der Variable R, eine Lokalvariable. Und ich rufe dann die Methode DoRace auf dem Objekt R einfach ab. D'accord? Mehr ist es nicht. He? Und da gucken wir just, ja, was möchte dann den DoRace, denn das ist dann der Kern von unserem Programm für das Spiel. Voilà, fangen wir hier oben an. DoRace. Ich printe ein paar Informationen. Und da könnt warum? Engine, erint, Car und so weiter. Engine, erint, das gleich New Engine. Da tun wir schon so, vielleicht so ein bisschen verständlich, dass der New. Ja, wir haben es schon gesehen, das vielleicht eine gute Wiederholung lohnt. Ja, bei der Post und den Testklasse. Was heißt das? Erint, das gleich New Engine. Weil das ist dasselbe, wie wenn ich hier beim Engine, nun muss ich jetzt Maus klicken. New Engine, das ist genau dasselbe. Ich gehe hier mit NUM, erint. Ich gehe ihm dasselbe Nummer wie meine Variable dürfen, für ein bisschen mit Kohärenz bleiben. Ich gehe ihm meine identischen Informationen. Das war Gas an 2200 Kubikzentimeter. Okay. Und hier habe ich dann mein Objekt. Okay, so haben wir ein bisschen geschafft. Meistens, Das ist dasselbe, was ich hier geschrieben habe. Ja, den Und ich habe hier gemacht. Es ist hier systematisch gemacht. D'accord? Ja, geht an der Variable eint gespeichert vom Typ Engine. Das ist dann heute ein Objekt, als der selbst, wie wenn ich das durchgebe. Ja, du rufst den Konstruktor ab, ne? Ganz genau. Und du musst natürlich dann die Schreien falsch benutzen. Ja, das geht nicht. Fehlermeldung, das geht nicht. Und dann kommt ich hier unter den zweiten Objekt, den heißt Car, den Typ Car, man nun Car eint. D'accord? Das ist der selbst, wie wenn ich hier oben logisch, RIM, ein Objekt, ein New, mit all den Informationen, aber, aufpassen,
der Konstruktor hat Parameter vom Typ Engine. Ja. Ja, ich muss einen Typ Engine haben. Mhm. Das ist genau den heute. Den heute, den wir gerade gemacht haben. Ja. Voilà. Das ist dann ein Den Inhalt von der Variable, das ist ja ein Objekt, ja. Engine, da gebrauchen wir den da. Von der Stadt Lomamuni muss ich machen. Ja. New Car. Voilà. Das war mein Car 1, nicht 0. Das ist mein erstes Auto für meinen Kurs. Mhm. Da hatte ich dann als erstes Modell. Das war der VW. Ja. Das ist mal gut. Der Modell. Farbe Passat. Farbe. Green, mein Englisch. Ja. Kannst du mir da hören. Die weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Und dann ein Engine. Monimose muss ich noch passen. Ja. Ich will dann ein Engine-Typ. Mhm. Dann muss ich ihm ein gehen. Weil München habe ich schon ein Objekt vom Typ ein. Ja. Wenn ich keinen hat, hätte ich ein Problem. Mhm. Weil ich muss den aber machen, vielleicht. Ja. Ich drehe einfach schon ein Objekt. Ja, kreativ. Den Motor und dann den Auto, ja. Voilà. Mhm. Das ist obligatorisch. Ja. Voilà. Wenn ich dann OK klicke, voilà, dann sehen wir schon hier mein ein Objekt Engine, mein Car, ein Objekt Car, mit all seinen Informationen, und schon heute mein Engine. Bon, die Notation da also ein bisschen speziell. Interessiert das nicht im Detail, mit das am Anfang des Objekt. Ja. D'accord? Mhm. Das ist das, was wir dann hier gemacht haben. Ich komme dann auf meinem Race zurück. Das hier, die zwei Zeilen, nun ich lohme am Unimoser simuliert. Okay. D'accord? Und ich kann dann auf diesem Objekt auch eine Methode abrufen. Und was fällt noch die Zahl? Also, zum Beispiel der Start. Ja. Das, was wir hier gemacht haben. Mhm. D'accord? Car.1.start, pardon. Ja. Das ist tatsächlich war eine Scheibe. Jetzt mal Start. Mhm. D'accord? Das ist der Punkt, was tatsächlich war eine Scheibe. Rätsel. Methode abrufen, ja. Voilà. Bon, das scheint ja gut. Wir haben heute noch eine zweite Variable. Car 2 vom Typ Car. Auch, das ist in dem Fall Sandero. Und schon aber heute noch ein bisschen mehr. Länger noch schreiben. Also. Voilà. Schon heute den Engine direkt mit einem New und als Parameter geschrieben. Mhm. Für was? Weil das mir elegant, weil den Engine erinnert, die gebrauchen schon von nie mehr. Ich meine, den an den Auto dran, ich gebrauche den Auto, ich manipuliere den Auto, ich gehe nicht an den Motto hin, ich will beschleunigen, ich gehe nicht an den Motto an den Strähnen etwas. Ja. Wir manipulieren nicht mehr den Motto. Den Auto manipuliert den Auto, mir nicht. Mhm. D'accord? Die Stufe ist mir elegant, wie das tun zu machen. Es kann den das selber so schreiben. Mhm. D'accord? Ja. Ich kopiere das da. Ja. Geht mir sehr, wie das dann eigentlich zu tippen. Command C. Genau. Command C. 2. Command Paste. Ja. Das wäre auch genau das selber. D'accord? Ja, ich meine, den zweiten Objekt Engine 2. Anders kann den als Parameter für den Auto. Ja. Mit das tun als mehr elegant. D'accord? Das Zellwürst. 100% identisch, den das ein bisschen. Den nächsten Unterschied ist, hier kann ich den E-Int manipulieren an dem Programm. Ja. Hier kann ich den E2 empfangen. Den gedürten E2, ja. Gedürten E2 nicht mehr manipulieren. Nicht mehr ändern, ja. Okay, also voilà. Je nachdem, was ihr braucht. Ne? Ja. Du hast die, ja, die haben aus dem allgemeinen Schreibweise. Also, wenn ihr nicht sicher ist, dann tun wir immer die Beste. Ja. D'accord? Die tun das mir elegant. Für die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die tun, die geht immer. Mhm. Und man möchte die meistens mal nach Fehler. Ja. Ja. Und dann spielt also ein Auto und dann irgendwann eine Scheidlo. Das war um für drin, ich starte, ich beschleunige, ich bremse, ich beschleunige. Da will ich gucken, wie gewinnt das. Da habe ich eine spezielle Methode, Checkwinner. Ja. Oh, da gehe ich als Parameter Dautun. Ich will ja Dautun irgendwie raus von der Wind, die gewinnt das. Mhm. Da gehe ich als Parameter bei Kach 1, Kach 2. Die ganzen Auto, ja. Und das steckt davon mit den ganzen. Die ganzen Auto. Und hier ist dann wichtig. Voilà. Parameter steht dann da Kach a Kach. Als Typen. Mhm. Für die Parameter C1, C2. Mhm. Ich kann doch können PK1, PK2 nennen. Ja. Das spielt keine Rolle, ich will just hier kurz Kach, dann C1, C2. Mhm. Und wenn du gebrauchst, aber dann bin ich einfach hinten, Punkt, get Speed. Vom ersten Auto. Punkt. Get Speed vom zweiten Auto. Okay. Also der Gewinner ist den am schnellsten ist. Ja. Den am aktuellen am schnellsten. Ist, voilà. Ja. Nach einem aufpassenden Punkt. Mhm. Aufpassen, dass Dohen, Kar, wird nicht mit dem heute zu dienen. Das sind zusätzlich heißt der Parameter nun, und du hast den vom Attribut oder von der Variable, die ich gebrauche, für die Information zu übergehen. Mhm. Das war das aber schon ein Objekt, den Herrn dran aus. Ja.
d'accord? Ja. Das aber zwei verschiedene nehmen. Ja. Und da können Sie Resultate boolean, d'accord? Das ist einfach Vergleich. Mhm. Die größte ist true. Mhm. Und dann schreiben Sie, den einen wird gewonnen, sonst wird den anderen gewonnen. Mehr ist es nicht. Aufpassen, wenn wir Variablen, Parameter oder Attribute haben, da schauen wir dann mit dem Punkt für die Informationen sichern zu gehen. Ja, das war noch vielleicht viel. Und wie gesagt, mach erst mal, guck dir das Beispiel wirklich an. Vielleicht programmieren oder eigentlich selber. Ja. Eine letzte Bemerkung, weil den oft gesagt, hier haben wir ein Auto mit einem Engine und ein Race mit zwei Autos. Weil den oft gesagt, dass zum Beispiel ein Auto, den auch als Parameter in einer Methode ein anderes Auto hat. Mhm. Zum Beispiel bei der Kollision. Mhm. Wenn mein Auto Car 1 hat dann eine Kollision mit dem Car 2 zum Beispiel. Mhm. Da haben Sie als Parameter denselben Typ wie Sie selber. Ja. Das ist mehr häufig, was ich meine. Das gesagt ich noch dann oft an den Beispielen. Ja, vielleicht wenn man ein Beispiel, wo das wirkt. Ja. Okay, bon, wie gesagt, hier eben ein bisschen mehr ein komplexes Java-Beispiel, mich mengen irgendwas, was der Realität ein Stück mehr noch könnte, wie die wir bis jetzt gesehen haben. Mhm. Und ich gebe so ein, da sind wir, merci für die Nullage drin und bis nächstes Jahr.